und zu wessen Nachteil das geschieht. Weshalb Tiere irgendwie zum Leben auf der Erde gehören, aber doch zum Sterben verurteilt sind. Und die letzten Wunder der Natur auf dem Weg zum Supermarkt. Der Mensch gestaltet seine Umwelt. Und das macht er unter Einsatz von immer größeren Maschinen und immer ausgefeilterer Technik. Früher wurde das Gesicht der Erde nur punktweise vom Menschen verändert. Heute geschieht das weltweit und flächendeckend. Nicht alle Einflüsse sind sofort sichtbar. Massive Eingriffe in die Atmosphäre werden erst Jahrzehnte später spürbar und sind dann oft nicht mehr rückgängig zu machen. Unser Lebensstil hat sich in den letzten 50 Jahren dramatisch verändert. Das war mit Vorteilen verbunden, aber es tauchten auch immer neue Probleme auf. So konnte zum Beispiel Chemie in der Landwirtschaft die Insektenschwärme reduzieren und die Erträge steigern. Aber der Preis dafür ist eine Landwirtschaft, die sich nur noch hochkompliziert unter Einsatz von Chemikalien und Technik betreiben lässt. Der einzige Weg, um das Überleben zu sichern. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen jetzt nicht in das allgemeine Klagelied über die Umwelt einstimmen, sondern wir wollen sehen, wohin letztendlich die Strategien führen, die unser Überleben hier auf der Erde garantieren. Diese Abschätzung der Folgen ist äußerst schwierig. Die Probleme werden immer drängender. Immer mehr Menschen wollen auf der Erde überleben. Und das, was als wohl überlegte Strategie präsentiert wird, erweist sich oft als Notlösung, um Schlimmeres zu verhindern. Ein Überblick. Die Entwicklung dieses tropischen Regenwaldes dauerte sehr lange. Die Evolution wird in Einheiten von Millionen Jahren gemessen. Und erst seit einer Million Jahre existiert der Mensch. Pflanzen und Tiere in diesem Regenwald Amazoniens sind älter, sehr viel älter als die Menschheit. Während der vergangenen Millionen von Jahren veränderten sich die Organismen und passten sich an die jeweiligen Gegebenheiten an. Und auch Menschen konnten sich in der kurzen Zeit ihrer Existenz in diesen Entwicklungsprozess einfügen. Hier erntet ein Baurani-Indianer Früchte von einem Baum, der eigentlich viel zu stachelig ist, um daran hochzuklettern. Aber vor vielen Jahren hat ein anderer Baurani einen Kletterbaum direkt daneben gepflanzt. Und damit ist die Ernte möglich. Menschen verfügen über diese Art Voraussicht und sie verändern die Umwelt, um zu überleben. Die Baurani haben zum Beispiel eine Lichtung für ihr Dorf geschlagen. Aber andere Menschen haben, nicht sehr weit entfernt, weitaus tiefere Eingriffe vorgenommen. Alles begann vor ein paar tausend Jahren mit der Landwirtschaft. Die Menschen entdeckten, dass sie ein Stück Land zwingen können, nur die Pflanzen zu produzieren, die sie wollen. Mit der Zeit wurde klar, dass sie fast die gesamte Natur ihren Bedürfnissen anpassen können. Und mit dieser Einstellung wollen sich die Menschen auch dem Wald unterordnen. Sie begannen, sich die Bäume zu eigen zu machen. Aus ihrem Holz können sie Häuser und Möbel bauen. Neue Wirtschaftszweige entstanden, um das Holz zu vermarkten. Aus Wäldern kann man ganze Städte schaffen. Aus einem unberührten Wald lässt sich ein sehr gutes Geschäft machen. Die Bäume wachsen ohne Zutun der Eigentümer des Waldes. Doch das Fällen und der Abtransport kosten Geld, oft mehr, als das Holz schließlich einbringt. Wenn es sich dann nicht mehr rentiert, Nutzholz zu schlagen, wählt man einen einfacheren Weg, um die natürlich gewachsene Landschaft zu verändern.
Feuer zu legen, ist billiger als Bäume zu fällen. Und es entsteht daraus auch etwas Nützliches: Asche. Asche ist ein guter Dünger. Ist das Feuer wieder erloschen, können sich Bauern auf dem Land ansiedeln und etwas Landwirtschaft betreiben. Ohne die Asche als Dünger würde das nicht funktionieren. Denn in den Millionen von Jahren entwickelte sich der Wald oft dort, wo die Erde nicht sehr fruchtbar war. Natürlich hilft diese Asche nicht sehr lange. Die Bauern können den Acker nur ein paar Jahre lang bestellen und müssen dann einen anderen Teil des Waldes auf dieselbe Weise nutzen. Übrig bleibt Erde, die gerade noch gut genug für Gras und damit für Rinder ist. Dieses Weideland kann so noch 10 Jahre lang bewirtschaftet werden, mit Glück 20. Der Wald liefert den Menschen erst Nutzholz, dann Getreide und schließlich Rindfleisch. Danach kann man ihn nicht weiter ausbeuten. Der Ort, an dem einst Millionen von Arten für Millionen von Jahren lebten, kann so schnell zu einer bleibenden Wüste werden. Wohl kaum ein erstrebenswertes Ziel. Wenn der Wald schon weichen muss, so sollte das zumindest dem Überleben der Menschen dienen. Doch das beste Land ist in der dritten Welt oft für Plantagen reserviert, die Produkte für den Lebensstil der Bewohner der reichen Länder liefern. Kaffee zum Beispiel. Riesige Landflächen werden so nicht etwa für den Anbau von Grundnahrungsmitteln genutzt, sondern von zum Export bestimmten Kaffeebohnen. Kaffee haben die Bauern hier zwar schon immer angepflanzt, er ist ja auch ein heimisches Gewächs, aber die heutigen Mengen übersteigen bei weitem den Eigenbedarf. Kaffee zu trinken hatte eine wichtige soziale Funktion, aber um diese zu erfüllen, reichten 1 bis 2 Büsche pro Familie aus. Heute überziehen die Kaffeesträucher ganze Landstriche. Für uns kostet eine Tasse Kaffee nicht sehr viel. Er wird bestellt, ohne auf den Preis zu achten. Man kann Kaffee überall bekommen. Aber als er zum ersten Mal in Europa auftauchte, war Kaffee ein exotisches, sehr teures, ja sogar ein verrufenes Getränk und durfte nur in speziellen Kaffeehäusern getrunken werden. Von uns wird Kaffee beinahe wie Wasser getrunken. Tatsächlich ist er für viele Menschen das Hauptgetränk. Er gilt schon lange nicht mehr als Droge oder Luxusartikel. Kaffee ist zum Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Der Weltmarkt für Kaffee hat einen Wert von Billionen von Dollar. Sein Preis steigt und fällt, wie auf jedem anderen Markt. 2 Bedingungen erfüllt dieser Markt. Für die Menschen in einem Teil der Welt ist er wichtig und für die Menschen im anderen Teil der Welt gilt er gleichsam als erstrebenswertes Zahlungsmittel. Die Bewohner dieses Teils von Afrika lebten nicht immer vom Kaffeeanbau. Aber heute haben sie kaum eine andere Wahl. Überall machen sich die Kaffeeplantagen breit. Für Viehherden oder Felder ist kein Platz mehr übrig. Der Kaffeeanbau ist heute das beste, wenn nicht sogar das einzige Mittel, um hier seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Plantagen bedeuten aber auch, dass hier nur noch eine Pflanzenart wächst, wo es früher viele verschiedene Arten gab. In solchen Monokulturen können sich sehr schnell Schädlinge ausbreiten und alles vernichten. Also muss laufend gesprüht werden. Dadurch sterben aber nicht nur die Kaffeeschädlinge. Zum Waschen der Kaffeebohnen werden Chemikalien eingesetzt. Zusammen mit den Pestiziden gelangen sie unkontrolliert in die Umwelt und verseuchen die örtlichen Trinkwasserreservoirs. Die Tiere, die am Rande der Plantagen leben, leiden unter diesen Bedingungen. Würden die Menschen den Boden nur dazu nutzen, die eigene Bevölkerung zu ernähren, müsste nicht so viel Land verschwendet werden. Viele Wälder würden noch existieren. Heute wird der Wildnis immer weniger Raum gelassen. Es gibt in Afrika nur noch einige Reservate, in denen die Tiere weitgehend ungestört leben können. Inseln inmitten eines Kaffeeozeans.
Die Frage ist, wie gut sich diese einseitige Nutzung des Landes wirklich auszahlt. Wie viel man für seine Kaffeeernte bekommt, hängt einmal vom Wetter ab. Aber auch von den Schwankungen des Weltmarktes. Und wenn der Kaffeepreis sinkt, wer kommt dann für die Verluste auf? Die Exporteure, die Kaffeeverarbeiter oder die Händler? Die wirklich Abhängigen sind diese Menschen. Anstatt Nahrung für sich selbst anzubauen oder sie auf dem örtlichen Markt anzubieten, sind sie jetzt Mitglieder einer weltweiten Kaffeeindustrie. Sie arbeiten für Geld und davon kaufen sie Lebensmittel. Aber sie können nicht sehr viel kaufen, denn das ganze System basiert auf dem geringen Preis einer Tasse Kaffee, damit jemand irgendwo in der Welt Kaffee wie Wasser trinken kann. Seit Beginn der Zivilisation haben wir die Natur so kultiviert, dass unsere Nahrung gedeihen kann. Jahrhundertelange Experimente haben zu einer Handvoll von Nutzpflanzen geführt, die heute die Grundnahrungsmittel ausmachen. Die ältesten Zivilisationen der Welt pflanzten bereits Weizen, Reis und Mais. Die Methoden der Landwirtschaft wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Man stellte sich auf die jahreszeitabhängige Ernte ein, deren Ausbeute zur Grundlage für die Ernährung und für den Tauschhandel wurde. In den letzten Jahren haben Missernten und Hungersnöte in unterentwickelten Ländern des Öfteren Schlagzeilen gemacht. In den 60er Jahren entschieden westliche Wissenschaftler, dass es an der Zeit sei, eine Revolution ins Leben zu rufen, eine grüne Revolution, die es ermöglichen sollte, die Massen zu ernähren. Alles, was die Menschen nötig hätten, seien die Vorteile der Wissenschaft und der Technologie. Die westliche Methode bestand darin, durch Züchtungsmethoden die Nutzpflanzen zu verbessern. Technologien, später unterstützt von der Gentechnik, sollten die Landwirtschaft in eine millionenschwere Industrie verwandeln. Indem man günstige Eigenschaften von einer Pflanzenart zur anderen übertrug, wollte man Hochleistungsgetreide erschaffen, das jedem Klima in der Welt trotzen konnte. Das verkaufbare Endprodukt sollte ein Saatgut sein, das dann jederzeit als Lösung der Hungersnot in den Entwicklungsländern eingesetzt werden könnte. Es wurde selektiert, optimiert und schließlich verpackt, bereitgestellt für Lieferungen in die ganze Welt, wo es schnell angebaut werden sollte. Die Einwohner wurden umworben, damit sie den Ideen der Wissenschaftler offen gegenüberständen. Auf Versuchsäckern wurden die neuen Sorten angebaut, um ihre Eigenschaften zu demonstrieren und die Leute zu ermutigen, sie zu kaufen. Um die Produktion voranzutreiben, wurden Mähdrescher vorgeführt. Und das in Ländern, in denen sich diese Maschinen kaum jemand leisten konnte. Das neue Getreide wurde fast überall angebaut und zunächst sah alles ganz erfolgreich aus. Wie versprochen waren die Erträge hoch. Es wurden sogar zusätzliche Arbeitsplätze in Gebieten geschaffen, in denen diese Projekte gut vorankamen. Aber es entstanden auch Kosten. Die Bauern mit dem größten Land hatten am meisten Geld und sie investierten in moderne Maschinen. Die Arbeiter, die von dem leben mussten, was sie in der Landwirtschaft verdienten, wurden schnell arbeitslos. Bald hatten auch nur noch die Bauern mit dem besten Boden Vorteile durch die neuen Strategien. Das Problem? Die neuen hochgezüchteten Sorten können nur dann hohe Erträge liefern, wenn dem Boden künstlicher Dünger zugeführt wird. Doch die ärmeren Bauern konnten sich noch nicht einmal die Hälfte der empfohlenen Düngermenge leisten. Zudem sind die hochgezüchteten Sorten anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Also müssen riesige Mengen chemischer Vertilgungsmittel gegen Insekten, Pilze und Unkraut eingesetzt werden. Sonst ist die gesamte Ernte gefährdet. Neue Getreidesorten mit immer wieder neu eingebauten Resistenzen mussten alle paar Jahre eingeführt werden, um diese Ernte überhaupt zu ermöglichen. Die Bauern, die sich das neue Getreide und die dazugehörende Chemie nicht jedes Jahr leisten konnten, endeten mit einem Schuldenberg. Die einzigen Gewinner waren die großen Produzenten, die vom Verkauf des Saatguts und der Chemikalien profitierten.
Durch die grüne Revolution kann man unter bestimmten Voraussetzungen mehr Nahrung produzieren. Aber viele arme Bauern, denen diese Revolution ursprünglich helfen sollte, haben heute alles verloren. Das Land und damit ihre Lebensgrundlage. Diese Beispiele zeigen, dass oft da, wo der Mensch versucht, die Umwelt nach seinen Vorteilen umzugestalten, die Strategien nicht allzu durchdacht sind und auch nicht allzu erfolgreich sind. Offenbar gelingt es uns, aus der Vielfalt der Natur nur bestimmte Strukturen zu erkennen, zu überschauen und sie für unsere Vorteile nutzbar zu machen. Viele Aspekte bleiben unbeachtet. Und ein Beispiel, was dann passieren kann, das ist vielleicht hier dieser Bambus. Diese Bambusart wurde vor 90 Jahren aus China zu uns gebracht. Sie steht in vielen Kleingärten. Jetzt, nach 90 Jahren, beginnt sie zu blühen. Und dieses Blühen hat zur Folge, dass diese Bambusart absterben wird. Hier sehen Sie eine Zwischenstufe auf dem Weg dahin. Nun, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Gene angeschaltet werden, die dieses Blühen verursachen. Wenn das nun aber mit einer Kulturpflanze passieren würde, dann hätte das dramatische Konsequenzen. Landwirtschaft verändert die Umwelt. Wenn die Technik, die mit der Landwirtschaft verbunden ist, zu abrupt eingesetzt wird, dann kann das ungeahnte Konsequenzen haben. In diesem Gebiet Afrikas liefen einige der wichtigsten Entwicklungen der Menschheit ab. Diese Graslandschaft verändert sich mit dem Regen. Die hier lebenden Tiere folgen dem Regen, weil sie immer auf der Suche nach frischem Grün sind. Und die Menschen folgen den Tieren. Die ostafrikanischen Nomaden entwickelten vor 10.000 Jahren einen neuen Lebensstil. Sie wollten von der Mühsal der Jagd loskommen. Sie begannen, ihre Jagdbeute selbst aufzuziehen und Herden zu gründen. Die Tiere gaben Milch und gingen dann, wohin sie getrieben wurden. Die Hirten entdeckten auch die Möglichkeit der Züchtung. Später wurde diese Methode auf Pflanzen übertragen. Damit konnte die Zivilisation entstehen. Die Bauern bauten so viel an, dass sie plötzlich Zeit fanden, über andere Dinge nachzudenken. Sie errichteten Städte, betrieben Handel und entwickelten das Handwerk weiter. Tier- und Pflanzenzüchter entwickelten unterschiedliche Lebensweisen. Die Bauern blieben wie die Pflanzen an einem Ort. Die Tierzüchter, die Nomaden, folgten mit ihren Tieren, wie die wilden Hirten auch, dem Regen. Jahrtausende lang veränderte sich diese nomadische Lebensweise nicht. Aber in anderen Gegenden entwickelten sich die Zivilisationen weiter. Die Bevölkerung wuchs und die Technik schritt voran. In diese moderne Welt passte die urtümliche Lebensweise der Nomaden im Grunde nicht mehr. Ja, sie störte sogar. Die ganze Welt war inzwischen durch Grenzen in Nationen unterteilt. Doch die Nomaden kümmerten sich nicht darum. Sie gingen immer noch dahin, wo sie hingehen mussten, dem Regen nach. In den 20er Jahren begann man daher damit, die Nomaden sesshaft zu machen. Wenn sie, so die Idee, über eine ständige Wasserversorgung verfügen könnten, dann würden sie sich niederlassen, sich innerhalb ihrer Grenzen aufhalten und alle Vorteile der Zivilisation, Häuser, Schulen und so weiter nutzen. An mögliche negative Folgen dieser Veränderung verschwendete man damals keinen Gedanken. Internationale Hilfsorganisationen und Regierungen wählten Nomadengruppen aus, legten Wasserlöcher an und machten so umherwandernde Hirten zu sesshaften Viehzüchtern. Und die Nomaden machten mit. Es war bequem, sich nicht die ganze Zeit um genug Wasser sorgen zu müssen. Sie konnten sich nun ganz auf die Tierzucht konzentrieren. Aber das Glück währte nicht lange. Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, Holz zum Kochen zu finden. Das Nutzholz schien sich immer weiter fortzubewegen und auch das Futter für die Tiere wurde knapp. Tatsächlich hatte sich die Umgebung der Dörfer mit ihren Brunnen stark verändert. Es war zwar nie ein idealer Landstrich gewesen, immer ein bisschen zu trocken in der Dürre, früher immer der Anlass, um zu einem grüneren Ort zu ziehen. Inzwischen aber drängten sich zu viele Tiere an einem Ort. Solange sie noch als Nomaden lebten, mussten sie ihre Tiere während der Trockenzeit nie auf diese Weise sterben lassen. Sie mussten sie niemals wegbringen und verkaufen oder auf andere Menschen vertrauen, die ihnen Hilfsgüter schickten. Und sie mussten ihre Ernährung nicht an diese Produkte anpassen.
Und sie mussten natürlich nie selbst Landwirtschaft betreiben. Eine ziemlich merkwürdige Angelegenheit für sie. Und eigentlich unmöglich auf einem solchen Boden. Nein, sie sind keine Nomaden mehr. Sie sind auch nicht wirklich zivilisiert. Sie sind eine Gruppe von Menschen, die in der Mitte der Wüste gestrandet ist. An einem Brunnen. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, zu dem ursprünglichen Leben zurückzukehren. Dieses Land, das einmal ein wichtiges Weideland war, ist heute tot. Und 10.000 Jahre altes Wissen über die Lebensweise der Nomaden, die dem Regen folgen, verschwand mit den letzten Generationen. Aber auch die sesshaften Bauern haben ihre Schwierigkeiten. Immer wieder versammeln sich irgendwo auf der Welt zahllose Heuschrecken und spielen gemeinsam verrückt. Diese Insekten, die eigentlich als harmlos gelten, bilden dann einen großen, gefräßigen Schwarm, der sich von Feld zu Feld bewegt, die Bauern ruiniert und Hungersnöte verursacht. Und obendrein geschieht das meistens dann, wenn sich die Menschen gerade von einer anderen Katastrophe, meist einer Dürre, erholen müssen. Interessant ist es, wie solch ein Heuschreckenschwarm entstehen kann. Die Weibchen legen über das ganze Jahr verteilt Eier in den Boden ab. Normalerweise schlüpfen die Jungen ein paar Wochen später. Aber wenn die Bedingungen nicht stimmen, verzögert sich ihre Entwicklung. Schließlich reifen die über das Jahr verteilt abgelegten Eier alle gleichzeitig. Millionen von jungen Heuschrecken kriechen aus der Erde und formieren sich zu einem organisierten Schwarm. Für insektenfressende Tiere ist das eine wundervolle Zeit. Und dann häuten sich die jungen Heuschrecken. Alle zur gleichen Zeit. Nun können sie fliegen. Militärisch gesehen verwandelt sich die Infanterie in eine Luftwaffe und die erobert die Welt. Natürlich existierten auch schon vor Millionen von Jahren Heuschreckenschwärme, noch bevor es überhaupt Felder gab. Damals ließen sie sich auf der natürlichen wilden Vegetation nieder. Aber viele Wildpflanzen haben parallel verschiedene Verteidigungsmechanismen entwickelt. Sie produzieren zum Beispiel Giftstoffe oder können besonders schnell wachsen. Die Verteidigung der Menschen auf den Feldern ist dagegen völlig unzureichend. Die Kulturpflanzen sind nicht sehr robust. Die Menschen haben alle Eigenschaften herausgezüchtet, die nicht der Produktivität dienen. Dann pflanzten sie diese Pflanzen alle an einen Ort. Falls die Vorfahren der Grashüpfer jemals einen Traum hatten, dann sah er sicher so aus. Landschaften mit dicht an dicht stehenden, nahrhaften Pflanzen lassen einen Schwarm erst so richtig gedeihen. Die Heuschrecken vermehren sich, während sie über das Land ziehen, und die neuen Hüpfer gelangen in eine noch größere Gruppe als ihre Eltern. Wellenartig breiten sich die Schwärme über den Kontinent aus. Natürlich wird heute das Getreide durch chemische Waffen geschützt. Diese Waffen wirken zwar nicht so gezielt wie die Verteidigungsmechanismen der wilden Pflanzen, aber dennoch ist das Gift äußerst wirkungsvoll. Das Gesamtgewicht des Gifts, das gegen die Heuschreckenplage eingesetzt wird, ist wahrscheinlich größer als das Gesamtgewicht aller Heuschrecken. Und das will was heißen. Und es ist nicht besonders umweltverträglich. Das Gift tötet fast alle Insekten, nicht nur die Heuschrecken. Die einzig wirklich sinnvolle Strategie, den Vormarsch der Heuschrecken zu stoppen, ist, die Jungen zu besprühen, sobald sie aus ihren Löchern schlüpfen. Aber Afrika kämpft mit vielen Problemen. Immer wieder gibt es Kriege, Aufstände und andere politische Differenzen. Die jungen Heuschrecken werden daher meist zu spät entdeckt. Die Wüste zum Blühen zu bringen, ist ein alter Traum der Menschheit. Um ihn zu erfüllen, begann die Regierung der Vereinigten Staaten, das Wasser in die Wüste zu schaffen. Ein 3,5 Billionen Dollar Projekt. Wasser war schnell gefunden. Der Fluss Colorado befindet sich auf der anderen Seite des Hügels. Man muss nur einen Damm für ein Staubecken bauen und eine große Wasserleitung legen.
Das Wasser wird den Hügel hochgepumpt und auf der anderen Seite wieder hinuntergeführt. Wenn man nur will, kann man vieles bewerkstelligen, sogar die Wüste fruchtbar machen. Neben dem Wasser fehlt noch Düngemittel. Und dann ist der Acker so gut wie jeder andere im Land. Das zeigt uns, wie viel besser als die Natur wir Menschen diese Dinge bewerkstelligen können. Wenn man die Erde sich selbst überließe, dann wären riesige Gebiete unfruchtbar. Was die alte Wüste zu bieten hatte, war für die Geier bestimmt. Menschen konnten hier nicht leben. Aber jetzt wachsen Baumwolle, Tomaten, Orangen, Zitronen. Diese Gegend, die die Menschen der Mutter Natur abgerungen haben, beliefert nun die ganzen USA damit. Die Menschen haben schon immer, seitdem sie Landwirtschaft betreiben, ihre Felder bewässert. Doch sie scheinen immer wieder etwas zu vergessen. Gestein enthält Salze und Wasser wäscht sie aus. Deswegen sind letztendlich auch die Meere salzig. Bei der Bewässerung verdampft in der Wüstensonne sehr viel Wasser und das darin gelöste Salz bleibt zurück. Es bilden sich salzhaltige Schichten. Doch die Pflanzen vertragen keine zu hohen Salzkonzentrationen. An manchen Orten sank der Ernteertrag um 10% pro Jahr. Die Kosten der Wasserversorgung jedoch blieben gleich hoch. Lange konnte man hier mit der Landwirtschaft Gewinne erzielen. Heute ist das Überleben nur durch Zuschüsse der Regierung möglich. Und die Zuschüsse fließen weiter, denn die Menschen sind mittlerweile abhängig von der Baumwolle und den Früchten aus diesem Gebiet. Außerdem gibt es statt der Wüste hier nun Siedlungen und Menschen, die Arbeit brauchen. Die Politiker müssen also zusehen, dass sie das Leben in der aufgeblühten Wüste aufrechterhalten. Finanziert wird dies von den Steuergeldern der anderen Bundesstaaten. Und es ist ja auch kein schlechtes Leben. Eine bewässerte Wüste ist ein Paradies, in dem ständig die Sonne scheint. Das Salzproblem ist übrigens nicht unlösbar. Wenn man noch mehr Wasser heranschafft, dann kann man das Salz aus dem Boden herausspülen und ihn wie vorher nutzen. Aber dann muss man die übrigbleibende Salzlösung loswerden. Sie wird abgepumpt und in die einzigen Regionen geleitet, die ursprünglich fruchtbar waren. Dies war einmal ein Nationalpark. Das ist er immer noch auf dem Papier, obwohl man jetzt die Wildnis versalzen hat. Der größte Teil des Salzwassers aber wird in den Colorado zurückgeführt. Damit wird das Landfluss abwärts versalzen. Ein Konzept wie ein Schildbürgerstreich. Wenn einerseits die Wüste fruchtbares Land wird, verwandelt sich jetzt woanders fruchtbares Land in eine Wüste. Aber nicht nur durch den Anbau der für uns nützlichen Pflanzen wurde die Erde verändert. Als die Europäer begannen, andere Kontinente zu besiedeln, dann haben sie auch versucht, die Landschaft nach ihren Bedürfnissen und Vorteilen einzurichten. Tiere wurden von einem Kontinent zum anderen transportiert und dort heimisch gemacht. In Unkenntnis der engen Zusammenhänge in der Natur kam es dann oft zu Überraschungen. Es war der berühmte Captain James Cook, der im Jahre 1769 als erster Neuseeland in eine Seekarte einzeichnete. Naturforscher bestaunten den Reichtum und die bizarre Schönheit der Wildnis Neuseelands. Sie entdeckten zahlreiche unbekannte Tierarten. Der Eulenpapagei zum Beispiel, der sich nur am Boden aufhält. Oder den Kiwi. Dieser eigentümliche, flugunfähige Vogel mit dem pelzartigen Gefieder konnte sich nur auf Neuseeland entwickeln, denn hier hat er keine natürlichen Feinde. In den Baumwipfeln des urzeitlichen Waldes lebt auch dieser Honigfresser. Ihn kann man sonst nirgendwo auf der Welt hören. Viele einzigartige Vögel verwandelten den Wald mit ihrem Gesang in eine klingende Kathedrale.
Die neuen Siedler waren aber offenbar nicht wirklich beeindruckt. Sie brachten Vögel aus Europa mit und setzten sie in diesem empfindlichen Ökosystem aus. Die Singdrosseln zum Beispiel, Buchfinken und Amseln. Sie veränderten die Vogelwelt Neuseelands für immer. Aber andere Eindringlinge wurden zu einem weitaus größeren Problem für die einheimische Tierwelt. Katzen fanden hier leichte Beute, denn die neuseeländischen Tiere wussten nicht, dass sie sich vor diesem für sie unbekannten Räuber in Acht nehmen mussten. Das Gleiche gilt auch für Frettchen, die sich schnell breit machten. Ratten verwüsteten die Bodennester der Inselvögel. Die tiefgreifendsten Veränderungen der Landschaft Neuseelands verursachten aber die Siedler selbst. Sie brachten Schafe mit, die nicht nur die Hügel abgrasen, sondern zunehmend auch den Boden kaputt trampeln. Die Europäer konnten zudem nicht der Versuchung widerstehen, das ländliche Leben etwas aufzupeppen, mit der Jagd zum Beispiel. So kam es zu einer anderen dramatischen Veränderung der Landschaft, durch die Einführung des Rotwilds. Von ihm wurde jeder Ansiedlungsversuch der Baumschößlinge im Keim erstickt. Die Tiere fraßen sich durch die Landschaft. Tonnen von Ästchen und Blättern vertilgt so ein Hirsch. Sie konnten unbehelligt fressen, denn Raubtiere gab es ja nicht. Ihr Erfolg war grenzenlos. Die Tiere vermehrten sich rasch. Nach jeder Brunftzeit stieg ihre Zahl. Immer mehr Rotwild durchstreift die Landschaft auf der Suche nach Nahrung. Zurück bleibt ein geschundenes Paradies. Das Rotwild zieht über extrem empfindliche Böschungen, die unter seinem Getrampel immer weiter abbröckeln. Das ursprüngliche Neuseeland ist heute nur noch auf einigen vorgelagerten Inseln zu bewundern. Und solche Probleme gibt es auch im benachbarten Australien. Was immer dies hier ist, es ist kein Schaf. Ungefähr das muss durch die Köpfe der ersten Engländer gegangen sein, als sie gerade versuchten, das Leben auf diesem merkwürdigen neuen südlichen Kontinent zu meistern. Diese merkwürdigen Wesen hatten nicht einmal den normalen Gang der englischen Tiere. Sie hatten Hände wie Menschen, Ohren wie Hasen und sie trugen ihre Jungen in ihren Beuteln. Keine akzeptable Jagdbeute. Die Kängurus lebten auf dem Grasland, aber auch die von den Siedlern mitgebrachten Schafe kamen sehr gut auf dem australischen Weideland zurecht. Nach ein paar Jahrhunderten konnte das neue Land Australien als Hammelfleisch- und Wollproduzent mit England konkurrieren. Das einzige Problem war, dass hier immer noch Kängurus lebten und den Schafen das Gras wegfraßen. In Europa löst man ein solches Problem, indem man einfach einen Zaun baut. Doch die Kängurus zeigten sich nicht sonderlich beeindruckt. Diese Maßnahme kam aus einem Teil der Welt, in der Landwirtschaftsplagen wohl eher laufen als springen. Es musste aber eine Lösung gefunden werden. Vor allem in den Trockenzeiten wurde das Gras immer knapper. Nach und nach verwandelten sich riesengroße Weiden zu Wüsten. Immer mehr Schafzüchter mussten nach einer Dürre das Geschäft aufgeben. Für diese Entwicklung konnte es nur zwei Erklärungen geben. Entweder wurden die Dürreperioden schlimmer oder zu viele Tiere fraßen Gras. Und zu viele Tiere
bedeutete natürlich nicht, dass es zu viele Schafe gab. Es bedeutete, es gab zu viele Kängurus. Und da Zäune die Tiere nicht aufhielten, musste man eben auf eine andere europäische Methode zurückgreifen, mit der solche Probleme gewöhnlich gelöst werden. Man musste sie in der Dunkelheit suchen und sie mit Licht blenden. Dann muss man sie anvisieren und sie abschießen, zu Tausenden. Erst nachdem die Kängurus im großen Ausmaß abgeschossen wurden, gewöhnten sich viele Australier an den Gedanken, das Fleisch der Kängurus zu essen. Von den professionellen Jägern bis hin zu den Großhändlern entwickelte sich eine Industrie, die Kängurufleisch vermarktete. Vielen Menschen schmeckt heute das Fleisch der Kängurus besser als das der Schafe. Während das Kängurufleisch mit dem Schaffleisch in den Supermärkten konkurrierte, waren Wissenschaftler erstaunt darüber, dass die Anzahl der Kängurus trotz Jagd nicht abnahm. Also begannen sie, die Fortpflanzungsstrategie der Kängurus zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass die Tiere ihre Zahl offenbar selbstständig regulieren. Die Weibchen können ihren Zyklus verzögern oder beschleunigen und so die Zahl ihrer Nachkommen beeinflussen. Größere Verluste, zum Beispiel durch Trockenzeiten oder eben auch durch die Jäger, gleichen sich also schnell wieder aus. Es werden anscheinend immer so viele Kängurus existieren, wie es das Land gerade zulässt. Folglich war die Jagd auf die Kängurus nicht erfolgreicher als das Einzäunen. Beides brachte nichts. Aber die Kängurujagd war jetzt die Basis einer Industrie und die schaffte Arbeitsplätze. Und deshalb geht das Abschießen weiter. Und die Schafzucht auch. Der Import von Tieren hat auch in anderen Teilen der Welt Probleme geschaffen, zum Beispiel auf Hawaii. Als um 300 vor Christus ein paar Polynesier ihr Boot dorthin steuerten, mussten sie über eine ziemlich gute Navigationskunst verfügen. Sie waren darauf vorbereitet, eine Kolonie zu gründen. Sie hatten ihre Brotfrüchte und Kokosnüsse mitgebracht, ihre Schweine und verschiedene andere Pflanzen und Tiere. Auf Hawaii selbst fanden sie viele Pflanzen und Tierarten vor, die bereits Millionen Jahre alt waren. Jede dieser Inseln begann als Vulkan, durch ein stetes, langsames Aufbauen des Meeresbodens. Und als sie die Meeresoberfläche erreichten, waren sie natürlich kahl. Jede Lebensform, die sich hier ansiedelte, hatte schwimmend, fliegend oder vom Wind getragen, die Insel durch Zufall erreicht. Längst nicht alles, was hier landete, konnte sich auch durchsetzen und in die spezielle Flora und Fauna Hawaiis eingliedern. Die Aussichten auf eine erfolgreiche Ansiedlung sind schwer zu kalkulieren, aber nach groben Schätzungen geschieht dies wahrscheinlich nur einmal alle 70.000 Jahre, bis die Menschen kamen und auf einen Schlag alles veränderten. Sie kamen in zwei Einwanderungswellen, zuerst die Polynesier und 1000 Jahre später die Europäer. Es gab eine regelrechte Bevölkerungsexplosion. Die einheimischen Arten waren den zahlreichen neu eingeführten Arten unterlegen. Heute gibt es im Siedlungsland, im Tiefland von Hawaii, keine einheimischen Tiere oder Pflanzen mehr. Das Hochland lag geschützter, doch auch hier gab es Eindringlinge. Dies ist einer von ihnen, was hier geschäftig die zarten einheimischen Farne durchwühlt, die sonst nirgendwo auf der Welt zu finden sind, ist das hawaiianische Schwein, eine Kreuzung zwischen dem kleinen polynesischen und dem großen europäischen Schwein. Es bereitet den Verwaltern des Nationalparks große Kopfschmerzen. Das, so denken sie, sei die Rettung aus der Misere, die Ausrottung des Wildschweins. Es gibt keine andere Wahl. Um das zu retten, was von der ursprünglichen Wildnis noch übrig geblieben ist, müssen die Naturschützer zu Jägern werden.
Die Schweine fressen nicht nur die Hochlandvegetation, sondern zerstören auch den Untergrund. Die über die Insel ziehenden Passatwinde bringen feuchte Luft mit sich und verwandeln die Insel in einen der regenreichsten Orte der ganzen Welt. Die Schweine durchwühlen den Boden und der Regen wäscht die Erde tonnenweise die Berghänge hinab. Unten breitet sich der Schaum über das Meer aus und sinkt auf die Riffe nieder, wodurch alles Meeresleben ausstirbt. Selbst der Ozean ist nicht sicher vor den Eindringlingen. Folgendes Experiment demonstriert, welchen Schaden die Schweine tatsächlich anrichten. Hier ein Wald ohne Schweine, abgetrennt durch einen Zaun. Auf der anderen Seite leben Schweine, die den Wald zerstört haben. Aber die Jagd nach Schweinen hat auf Hawaii Tradition und ist deshalb auch eine politische Angelegenheit. Und so kann es passieren, dass diese Strategie unterlaufen wird. Allzu intelligent ist der Mensch mit der Gestaltung der Erde nach seinen Vorstellungen nicht umgegangen. Das liegt einmal an dem fehlenden Wissen und zum anderen auch, dass der Kampf ums Überleben, um die Nahrung immer härter wird. Immer mehr Menschen drängen sich um die Nahrungsreservoire und da ist die Durchsetzung von wohlüberlegten Strategien kaum mehr möglich. Durch die Überbevölkerung verstärken sich diese Probleme, allein die Hoffnung bleibt, dass wir sie in Zukunft etwas besser in den Griff bekommen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend. Die nächste Sendung Abenteuerforschung am Mittwoch, den 17. Juli um 21 Uhr.